Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play K358-2. In der letzten Folge wurden wir befördert und haben dann im Shop geguckt, was es da so Neues gibt. Gab leider nicht so viel, weshalb wir dann direkt hier in die Spiele gegangen sind, in der Arena des Kolumns. Und beim zweiten Mal musste ich dann doch feststellen, dass das fick dich. Oh, du bist, das ist schon ein richtig harter Bastard, ne? Gut, das hilft ja alles nichts, dann muss ich normal bekämpfen. Ja, beim zweiten Mal muss ich feststellen, dass wir sämtlichste Gegner hier hatten, elementartechnisch. Also, im besten Fall sollte man sich damit allen Zaubern equipieren. Ich hätte jetzt natürlich noch die Möglichkeit, also, falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, ich hab da jetzt nochmal hingespielt. In der Hoffnung, dass Eis vielleicht funktioniert, weil Feuer ja nicht funktioniert hat. Wind hat auch nicht funktioniert. Das muss ich leider feststellen, dass dem nicht so ist. Ich hätte jetzt natürlich die Möglichkeit, nochmal zurückzugehen, um Blitz zu testen. Aber ganz ehrlich, nee, du. Ja, ich habe mir die Folge nochmal angeguckt. Was ich letzten Endes noch sagen kann, ist, dass das ist es. Er steckt seine Zuschauer halt in eine Blase. Ja, dadurch, dass er sich die ganze Zeit wie ein Kleinkind verhält, diese fiktive Person spielt, sagt, dass wir frei von Politik und von Stress und Sorgen sein wollen. Ne, dieses alte Argument, ja Marco, vielleicht hast du keinen Erfolg, weil du zu oft über die Wahrheit sprichst. Die Leute auf YouTube wollen doch entspannen und Spaß haben, nachdem sie einen stressigen Tag hatten. Ja, aber ich bin dann derjenige, der sie fragt, warum sie denn diesen stressigen Tag haben oder warum sie ihren Tag dann stressig machen. Also klar kann man immer, das Thema hatten wir doch schon bezüglich, ich versuche das jetzt noch zwei, dreimal und dann werde ich dieselbe Scheiße nochmal machen. Dann werde ich mit Blitzzauber reingehen. Wir hatten diese Thematik ja schon von wegen Feiertage und so, ne? Klar kann man von montags bis freitags buckeln und dann von Freitag bis Sonntag Spaß haben und dann wieder buckeln und Spaß haben, aber das geht extrem auf die Psyche. Und ich bin dann halt da, um den Leuten zu verklickern, dass sie auch die ganze Zeit glücklich sein könnten, wenn sie es halt versuchen würden. Klar, es ist nicht einfach, aber man kann ja daran arbeiten. Und also, wer sagt denn, dass das ernste Themen nicht spaßig sein können? Ja, man muss halt. Und das klingt jetzt natürlich wieder arrogant, aber man muss halt einen gewissen IQ haben und gewisse Denkprozesse haben, um das verstehen zu können. Also wer mir erzählt, dass ernste Themen nicht interessant und spaßig sein können, der sagt mir im Grunde, dass er einfach komplett geistesbehindert ist, dass er halt nicht schlau genug für den ganzen Shit ist. Aber ja, da wären wir wieder beim Thema, warum unterstützt mich keiner? Ja, wenn die meisten grenzdebil sind, kann ich das schon verstehen. Das ist ja auch irgendwo, sage ich dann mal, ein Kompliment an mich. Und er ist im Dauerspringmodus. Ja, super Mario. Und dann fällt mir wieder ein, dass ich ja die Arena nicht verlassen kann, weshalb ich da jetzt unnötig Schaden genommen habe. Ja, aber so ist das dann. Und ja, man kann ja nicht einerseits behaupten, nicht politisch zu sein und andererseits dann aber dann doch schon in eine Richtung feuern. Ist ja jetzt auch an dieser Stelle egal, was man von der AfD hält oder von Trump hält. Wenn man sie kritisiert, dann sagt man, dass man dann gewisse andere politische Ansichten hat. Aber ich dachte, man möchte überhaupt gar keine politischen Ansichten vertreten. Ja, also es ist, ich habe ja so in der letzten Folge gemeint, dass es in Ordnung ist, wenn man keine Seite befeuert. Passives politisches Verhalten ist eigentlich nicht in Ordnung, weil das ist ja auch der Grund, wieso hier alles so abgefuckt ist. Wer zu Sachen gar nichts sagt, stimmt ihnen auch indirekt zu. Ja, also wenn man jetzt täglich von Mord und Totschlag hört und das ignoriert, dann sagt man ja indirekt, dass man das Ganze toleriert, dass man in Ordnung damit ist. Das ist ja auch nicht gut. Und das ist so das Ding. Das ist einfach nur heuchlerische Heuchlichkeit. Man kann jetzt von meinen Aktionen und Aussagen halten, was man will. Das ist einfach gelogen. Wenn du sagst, dass du keine Meinung vertrittst und dann doch eine vertrittst auf Twitter, dann vertretest du eine. Wenn du ständig irgendwelche Witze über Trump oder so machst, dann vertretest du eine Meinung. Also sei doch kein befickter Hurensohn-Heuchler, ganz ehrlich, Mann. Aber gut, ich sollte vielleicht aufhören. Ich finde es, wie gesagt, traurig. Aber naja, was sollst du tun?
Weil ich man muss dazu sagen, dass ich ihm ja diese Intelligenz zuschreibe. Ich habe ja so gemeint, dass er von dieser Dummheit profitiert. Dass er das ja quasi bewusst macht, damit seine Karriere keinen Schaden kriegt. Aber es kann natürlich auch sein, dass er gar nicht so schlau ist. Ne? Er redet quasi nicht bewusst gegen meine... Also er kritisiert nicht bewusst Trump, weil er der Meinung ist, dass Trump scheiße ist, sondern vielleicht weiß er es einfach nicht besser und ist behindert. Ne? Also da muss man einfach dazu sagen, dass ich schon ihm Intelligenz zuspreche. Ne? Naja. Und vielleicht ist das ja auch nicht so... Okay, wir nähern uns langsam dem Ende. Wäre echt schön, aber wenn du natürlich so eine Scheiße dann wieder machst, du... Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, geil. Uhuhu. Eta, 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 raus. Wow. Wow, 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 wow. Ja, also in solchen Situationen sollte ich ihn... Ah, nicht anvisieren, weil sonst kann ich nicht gut ausweichen. Ja, das ist wieder der Kingdom Hearts Holocaust-Modus. Ich bin halb tot, ich muss jetzt permanent angreifen. Kann doch nichts anderes. Ich wurde doch so programmiert. Papa Nomura hat mich doch so erschaffen. Jetzt muss ich langsam was machen hier. Ja, im besten Fall dann halt noch diesen kack kleinen Lebensbalken reduzieren und dann kann ich ihn mit meiner Limit-Attacke komplett rösten. Aber man sieht ja, er ist gut. Er ist im ultimativen Super-Ultra-Hardcore-Modus. Oh, jetzt dürfte ich mal wieder was machen. Da war jetzt etwas K.O. Ja, jetzt im besten Fall Lebensenergie verlieren. Nicht komplett, aber so, dass ich in den gelben Bereich komme. Das wäre schon ziemlich gut. Oder auch gar nicht. So ist natürlich auch geil. Dankeschön. Meine Fresse. Wenn das jetzt nicht der ultimative Test gewesen ist, dann weiß ich auch nicht. Super, Roxas. Genau das will ich sehen. To your training while you were gone. Du hast wahrscheinlich noch weiter trainiert, während du weg warst, hä? Vertrau mir. Man sieht's, Junge. Behalte dieses Training, diese Trainingseinheiten und du wirst sehr, sehr viel stärker werden. Ja, werde ich machen. Gut, now... Jetzt muss ich wieder rein, um mich für das nächste Match vorzubereiten, aber was? Ne, nichts, nichts, nichts. Nun, okay, ich gehe dann mal. Ja, was denn? Habe ich jetzt den Titel bekommen oder habe ich den Titel nicht bekommen? Hallo? War das... Sag mir jetzt nicht, das war nur Trainingssession. Hey, Roxas. Ja? Oh, jetzt kommt's. Sei kein Fremder. Don't be a stranger, sei kein Fremder. Möchte er, dass ich zurückkomme? Für was? Für mehr Training? Hm, komisch. Nun, die Mission ist erledigt. Zeit, sich Axel zu schnappen und zu schauen, ob wir Shion finden können. Ja, Phil würde sich natürlich schon freuen, wenn er wiederkommt, ne? Aber ich sag dir mal so, solange ich nicht muss, werde ich es auch nicht tun. Aber ja, das ist auch mal schön, so ab und zu mal hier so warme Vibes, warme spirituelle Wellen zu kriegen. Ich glaube, Phil mag Roxas. Roxas ist einfach nur mal wieder zu dumm, um das zu kapieren. Aber gut. Phil mag Roxas. Roxas weiß nicht, was er von Phil halten soll. Ich hasse Phil, falls mich jetzt jemand fragen würde. Geht mir voll auf den Sack. Trainiert von einer Ziege. Oh, das war doch eine Ziege, oder? Es hat keinen Zweck. Wir werden sie niemals finden. Bist du sicher, dass da nicht irgendeinen Ort ist, den wir vergessen haben zu erkundschaften? Auszuchecken. Ich war überall. Ich weiß. Ich war überall, wo man nur sein kann, sag ich mal. Richtig. Wo er sich das vorstellen kann. Der einzige Ort, an dem ich noch nicht geschaut habe, ist das Schloss des Entfallens. Da macht der Axel... Shion hat doch davon gesprochen. Erinnerst du dich? Und der Tag, bevor sie verschwunden ist, sagtest du, dass sie auf eine wichtige Mission geschickt wurde.
Ja, aber dieser Ort wurde gereinigt, Mann. Da gibt's nichts. Wie wurde der verbrannt, ausgerottet oder was? Shion ist vielleicht da. Weißt du, da kommt sie her. Vom Schloss des Entfallens. Was? Wirklich? Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie danach gefragt hat. Das war jetzt kein Spoiler, ne? Das, die haben ja schon mal miteinander gesprochen und wissen das. Nee, wobei, warte. Also, Shion war, glaube ich, der Meinung, dass sie von da kommt. Axel hat das, glaube ich, nicht bejaht. Ihr gegenüber, aber er hat es ja jetzt verraten. Ich hatte ja keine Ahnung. Hey, ich auch nicht. Wie jetzt? Achso, ich habe das erst vor einer Weile herausgefunden. Ja, das macht schon Sinn. Vielleicht hat sie ihn ja gesehen, aber er hat sie nicht gesehen. Damals, vor keine Ahnung, wann das gewesen sein soll. Sie hat wahrscheinlich viele Fragen. Arme Shion. Ja. It's no use. You sure you're not forgetting someplace? I've been everywhere I know how to get to. All right. The only place I haven't been to is Castle Oblivion. It was just the other day that Shion was asking me what the place was like. And the day before she disappeared, you said she was put on an important mission, remember? Yeah, but there's nothing there anymore. Well, Shion might be there. Apparently, Shion comes from Castle Oblivion. What? That's probably why she was asking about the place. I had no idea. Me neither. I only found out a little while ago. Castle Oblivion. Shion. Gleich sage ich mal Armor Raven, wenn jetzt nicht gleich wieder 20 Tage vergehen. Combo-Tech, Magieeinheit, Mega-Elixier, Slot-Releaser, ganz, ganz wichtig. Ja, ich muss mir jetzt natürlich wieder Ether kaufen, ne? Kontakt. Aber es passt schon. Wie sagt man, der Hochstapler wurde wieder mal gesichtet. Hochstapler, du meinst... Der, den Shion er schleicht in der Nähe des Schlosses Entfallens rum, während wir reden. Schlosses Entfallens? Ich gehe! Nicht alleine. Dieses Ziel ist sehr gefährlich. Dann, wie wäre es, wenn ich mitgehe? Ich kenne das Schlosses Entfallens besser als jeder andere hier in diesem Outfit. Okay, gut, dann geht und bringt ihm, lasst ihn dafür zahlen, dass er quasi unsere, wie nennt man die Dinger nochmal, Kutte trägt, unseren Mantel. Okay, Mission im Schloss des Entfallens, hört sich doch mal sehr, sehr spannend an. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir das nicht spielen dürfen? Das wäre zu schön. Aber hundertprozentig bin ich mir da nicht sicher, weil ich ja, wie gesagt, nicht bis hierhin gespielt hatte. Slot-Releaser, bla 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 bla. Ich denke, ich werde mir jetzt mal hier den Goldbarren gönnen. In der Hoffnung, dass ich jetzt hier vielleicht irgendwas Krasses schmieden kann. Also ein neues Schlüsselschwert wäre vielleicht mal wieder angebracht. Irgendwie sowas. Crisis, Hazard, Into That Offers, hohe Magie und Komborate. Längere Kombos und Windkombos, Rage Gear. Babada 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 babada. Oh, guck mal. Ach nee, oder? Ja doch, hätte ich tatsächlich jetzt mit dem Geld machen? Nee, Moment, ich brauche ja das Geld da oben, nicht die Herzpunkte, okay. Rage Gear, interessant, interessant. Champion Gear.
Ja, da fehlt mir doch eigentlich nur das scheiß Geld. Mensch, Leute, das ist doch geil. Oh, hier, Charge Ring. Das sind die Goldsachen. Defensive 26, Portion und Ether Boost. HP 30, bla 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 bla. Chain Time. 8, 30, Magie 8, 30 Defensive, 30 Portion Boost. Okay, gut, das ist es jetzt alles nicht so wirklich wert, würde ich sagen. Synthese war ich da, ja klar, da war ich ja eben schon. Okay, dann Stupsi-Bupsi brauche ich jetzt hier. Wieder mal ein bisschen Ether. Ja, jetzt bin ich ja komplett am Arsch, ha? Fuck. Ether, 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 Ether. HI-Ether. Zack, 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 zack. Ja, ich denke, das war es dann auch mit dieser Folge, wenn ich hier fertig bin. Ja, kann ich jetzt vielleicht abschließend auch irgendwas sagen, um es jetzt, ja, das ist die Folge vor, um das Thema wirklich zu beenden. Ja, ich habe ja schon, wenn man sich mal so meine älteren Folgen oder generell halt mal Folgen von mir anschaut, ne, das Problem ist ja das Anschauen, was viele nicht machen, viele urteilen, aber schauen es nicht, sich nicht die Folgen an, dann hört man, dass ich auch unter anderem gesagt habe, dass ich natürlich auch nicht dafür bin, dass man jemanden pusht, weil man mit jemandem Kontakt hat. Also der sollte sich schon, der sollte schon zeigen, dass er was kann, ne? Aber das ist halt so das Ding. Das ist auch so mit der Grund, weshalb ich da auch vielleicht aggressiver war, als ich es im Normalfall gewesen wäre. Der Typ, der kannte meinen Kanal, der kannte meine Videos. Also ich will mich jetzt auch nicht so hinstellen und sagen, dass ich jetzt glaube, dass er ein komplett anderer Mensch ist, richtig abgehoben ist. Aber anscheinend verändern Abonnenten wirklich Menschen oder Sichtweisen? Ich weiß es nicht. Aber ja, es gibt ja auch, muss man dazu sagen, es gibt ja viele Menschen, die immer wieder sagen, ja, ich habe dich doch abonniert und ich schaue deine Videos, und dann stellst du ihnen gewisse Fragen und dann merkst du einfach so, ja, was schaust du denn überhaupt so? Schaust du alle 6 Monate mal 10 Minuten rein oder was? Also ich weiß, ich kann es ja bis heute immer noch nicht sagen, ob er sich wirklich viel angeschaut hat. Abgesehen von den Off-Topic-Sachen, die er halt kommentiert hat, das ist so das Ding. Ne? Das kann man ja nie wirklich wissen. Im Endeffekt behaupte ich, dass mich eine, behaupte ich von einer Person, dass sie mich kennt, obwohl sie mich eigentlich gar nicht kennt. Das ist so das Ding. Wenn Leute meine Videos schauen, gehe ich immer so ein bisschen davon aus, dass sie mich dann besser verstehen können. Eben weil ich natürlich oft privat rede oder oft Themen anspreche. Ne? Also das ist ja das, was ich an meinen Videos, an meinem Kanal selber so schätze, ja, dass diese Let's Plays, so, das ist wie, als wenn man halt wie eine Person kennenlernt, wie ich finde. Also man fängt an, Let's Plays zu schauen und hört dann vielleicht so jetzt in meinem Fall, oh, der klingt ja ganz angenehm, der hat eine ganz angenehme Stimme, spielen tut er auch halbwegs ordentlich, kommentieren tut er auch halbwegs ordentlich. Und dann merkt man eben halt immer mehr so, okay, der ist so und so drauf, der hat jetzt zu dem und dem seine Meinung, und das mag ich. Ja, das mag ich. Hätte ich gerne bei anderen Let's Playern, was ich oft nicht kriege, deswegen mache ich es bei mir. Weil man natürlich das fördert, was man mag oder vermisst. Und ich finde es so cool, dass man sich dann am Ende eines Let's Plays wirklich hinstellen kann und dann mehr über sich weiß und über die Person, die man halt konsumiert hat. Ja? Ihr müsst ja, wie gesagt, nicht jeder Sache zustimmen, die ich hier sage. Ihr könnt ja auch dagegen sein, aber so oder so beeinflusse ich euren Charakter, schrägstrich euer Leben und mein Leben. Ja? Und im Endeffekt bin ich der Meinung, dass jeder davon profitiert. Jeder profitiert von anderen Meinungen, von anderen Ansichten. Weil man dadurch seine eigenen Ansichten hinterfragt. Sein eigenes Leben. Aber das ist bei den meisten YouTubern, in Klammern bei ihm, halt nicht der Fall. Weil wenn du die ganze Zeit einen oberflächlichen, geraden Kurs fährst, wenn du nie mal kurz abbiegst oder anhältst, dann hast du nach, keine Ahnung, nach einem 30-Part-Let's-Play hast du auch nichts gelernt, außer vielleicht etwas über das Spiel, was geil ist, ne? Aber meist wird ja dann auch so kommentiert.
das, also das Spiel. Wir haben ja hier beispielsweise, wenn Roxas über das Thema Herz redet oder so, dann gebe ich meine Meinung ab. Und solche Leute machen das eben halt nicht. Die reden oberflächlich, kommentieren oberflächlich, sind oberflächlich und du hast einfach nichts davon. Meiner Meinung nach ist das Zeitverschwendung. Ja, klar. Dann kommt wieder dieses Argument, ja, die Leute sind ja da, um Spaß zu haben, aber Spaß kann doch auch fördernd sein. Man kann doch auch trotzdem am Ende des Tages irgendwas lernen, oder nicht? Nicht im Sinne von Mathe und Biologie, Klasse 12 oder so, sondern einfach Sachen, die man für den Alltag gebrauchen kann. Und deswegen verstehe ich nicht, wieso man da komplett dicht gemacht hat. Wieso man mir da, sag ich mal, diese Bühne verwehrt hat. Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Also, weiß nicht. Ich weiß es nicht. Aber okay. Ja. 3 Slots lasse ich jetzt wieder frei. Wobei, warte. Klar, jetzt habe ich ja die Möglichkeit hier. Ja, definitiv. Ich werde das tatsächlich jetzt mal hier für Wind benutzen. Weil ich jetzt durch diese Kackmission schon so ein bisschen Angst habe, dass ich wieder mal auf Gegner stoße, die feuerresistent sind, ne? Und Wind funktioniert ja auch halbwegs ordentlich, dann machen wir das Ganze so, ja. Also in diesem Sinne würde ich mal sagen, war es das heute mit Let's Play KH358-2. Wir können ja mal ganz kurz gucken, was die Spielzeit sagt. Ja, den da. Ich tippe auf 30 Stunden. Wir haben ja schon wieder lange nicht oh. Okay. Oh, shit. Ja. Fuck. Ich hab's ja gesagt, ne? Aber ich hätte jetzt nicht gesagt, dass wir so schnell auf die 34 Stunden kommen. Ja. Wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung runterschreiben. Zu dem ganzen Gulasch. Vielleicht habt ihr ja schon in der letzten Folge gemacht. Klar, es gibt auch Kanäle, die... Es gibt ja richtige, bewusste Off-Topic-Kanäle. Oder Meinungsblogger oder sowas. Also Leute, die sich bewusst hinstellen und sich so sagen, okay, jetzt rede ich drüber. Ich mache jetzt dieses eine Video nur wegen diesem Thema, ja. Das habe ich auch schon versucht, es funktioniert nicht. Ich kann es nicht. Ich kann nicht schnipsen und sagen, so, jetzt widme ich mich komplett dem oder dem. Sondern das kommt alles, es kommt alles spontan. Ja, der Mensch ist doch keine Maschine. Ja, also ich habe jetzt hier auch nicht immer diese Absicht, euch das immer bewusst ins Gesicht zu werfen, sondern es kommt einfach. Es kommt aus meinem Inneren, aus meinem Herzen, so Intuition, Spontanität, sagt vielleicht dem einen oder anderen was und das ist so das Ding. Das kommt dann halt auch ehrlich auch rüber, weil es eben halt aus meinem Herzen kommt. Und ich weiß nicht, ob das dann bei anderen dann auch immer so ehrlich gemeint ist, bei Bloggern oder so, die dann bewusst über etwas reden. Da habe ich dann oft so den Eindruck, dass sie das jetzt vielleicht nur machen, um Klicks zu kriegen, weil das ist ja ihr Kanalkonzept, die leben ja davon, ja. Und hier wurde eben halt alles irgendwie spontan gemacht, keiner kann damit rechnen, weil das alles, ja, wie sagt man, unberechnet kommt, unvorhersehbar kommt. Und ich weiß nicht, ich finde, klingt jetzt wieder so ein bisschen selbstverliebt, aber ich finde, dass mein Kanal extrem viel Menschlichkeit hat. Ja, Menschlichkeit in jeder Facette. Also natürlich auch negative, wenn ich jetzt mal ausraste oder so. Und ja, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann versteht man es auch. Und wenn man sich halt nicht damit auseinandersetzt, dann versteht man es natürlich nicht. Und ich weiß nicht, ich wünschte, es gäbe mehr YouTuber, die das ähnlich machen würden wie ich. Oder wenigstens Zuschauer, die das irgendwie wertschätzen könnten. Die dann mal was Nettes schreiben oder so. Aber naja, man merkt schon, ich drifte wieder in eine depressive Richtung ab. Deswegen würde ich mal sagen, war es das für heute.
Nicht jetzt, weil ich in die Richtung abdrifte, sondern ich überziehe ja schon wieder und ich brauche jetzt mal wirklich eine Pause. Also ich habe jetzt auch kein Problem. Da gibt es auch Videos von, wo wir schon mal beim Thema sind. Schaut euch mal das fucking Tekken 2 Let's Play an. Ja? Da habe ich teilweise stundenlang depressiv vor mich hingelabert, über den Tod, über Selbstmord geredet. Also, ja, sowas gibt's auch, ja. Und ich schäme mich nicht dafür. Ich stehe dazu. Ich finde das gut. Sag jetzt damit natürlich nicht, dass ich über die Jahre sämtlichste Einstellungen beibehalte, ne? Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich jetzt dieselbe Lebenseinstellung habe wie von vor 3-4 Jahren. Das ist klar. Aber es ist gut für andere Menschen, wie ich finde, um sich eben halt selber zu testen, um sich selber zu fragen, wie stehe ich dazu, was halte ich davon, welchen Weg will ich gehen. Und wenn du sowas komplett verbietest, hinter Schloss und Riegeln hältst, dann tust du der Menschheit nichts Gutes und du kriegst selber wahrscheinlich auch irgendwann Anfälle, weil du schätzungsweise auch irgendwas zu sagen hast, aber es nicht tust, weil es nicht Mainstream ist. Ja, bis zum nächsten Mal. See ya.